Glückwunsch zum Sieg 33-28. Leicht war es nicht für euch. Na, auf keinen Fall. Ich glaube, man merkt, dass Lemgo um jeden Punkt hier kämpft und ihre Chance auf jeden Fall gesucht haben. Ja, wir konnten uns am Anfang nicht ganz so absetzen, wie wir es gewünscht haben. Haben ein bisschen zu viele einfache Tore bekommen. Aber ich glaube, dann im Laufe der Spielzeit konnten wir immerhin den Abstand bei 4 Toren eigentlich konstant halten. Und das war dann auch der wichtigste Punkt, um das Spiel heute zu gewinnen. Das war so der Knackpunkt für euch, ne? Die einfachen Tore. Ihr konntet so auf Reihe so 2, 3 Gegenstöße, schnelle Tore machen und dann hingen die Lemgoer dran. Ja, in der ersten Halbzeit war so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, unsere eigene Unterzahl. Da haben wir 2 oder 3 einfache Tore gemacht, wo wir dann zum ersten Mal uns absetzen konnten. In der zweiten Halbzeit kam dann auch noch ein paar von den einfachen Toren dabei und das dazu. Und das war wirklich dann wichtig heute, um das Spiel zu gewinnen. Arbeitssieg ist so eine Sache. Der Trainer war zwischendurch nicht so glücklich. Ja, das passiert fast jedes Spiel, dass er nicht ganz so glücklich ist und dem auch Ausdruck verleiht. Aber das tut uns auch irgendwie ein bisschen gut. Er zeigt da sehr viele Emotionen und dann weiß man auch, wo man dran ist auf jeden Fall. Wie geht's für euch jetzt weiter? Wir fahren jetzt nach Hause. So spieltechnisch? Ja, wir spielen am Donnerstag in der Champions League gegen den THW Kiel und das Achtelfinal-Rückspiel. Und dann am Wochenende spielen wir in der Bundesliga zu Hause auch wieder gegen Leipzig. Das sind 2 schwierige Aufgaben in einer Woche, auch nur 2 Tage zwischen den beiden Spielen. Und auf jeden Fall eine Herausforderung für die nächste Woche. Wünsche ich viel Glück dabei. Dankeschön. Danke.